W Hotel in Bangkok, die haben ein Restaurant, The Kitchen Table, der Küchentisch. Ja, grundsätzlich eine gute Idee, die machen dann so Steaks und Burger, aber gleich vorweg würde ich nichts essen. Ich habe den Fehler gemacht und habe ein Steak bestellt. Ihr müsst dort eine Pizza bestellen. Das ist denen ihr Favorit. Das können die. Die können Pizza machen, weil sie die frisch machen und vor allen Dingen, weil sie einen Pizzaofen haben. Warum sagt das keiner? Na gut, man hätte sich auch vorher informieren können, indem man sich ein paar Reviews anguckt. Aber ich informiere euch und will euch gleich vorweg sagen, wer dort denkt, er kriegt dort ein fantastisches Steak, die Fleischqualität ist schlecht. Ich habe zwar das Fleisch gezeigt bekommen, bevor sie es gebraten haben, aber ich muss sagen, eine sehr schlechte Thai-Rindqualität. Denn das war zäh, das war nicht saftig, das war, obwohl sie es hier alles vor deinen Augen zubereiten, ist eben alles andere von Gemüse etc. alles eingefroren, wird convenience-technisch kurz warm gemacht und dann aufgemacht, als wäre es frisch gekocht worden. Also es wird hier bei The Table, The Kitchen Table im W Hotel nichts frisch gekocht. Darum mein Tipp. Das Einzige, was die wirklich frisch machen, ist, die machen einen Teig, dann schneiden die sich ein Stück ab und machen davon eine Pizza. Und die packen sie jetzt mit frischen Sachen, packen sie in den Ofen und die kriegst du präsentiert. Mein Tipp, also dahin zu gehen ins W Hotel, wenn man da schon übernachtet, eine Review gibt es ja natürlich auch, könnt ihr euch auch ansehen, dann würde ich sagen, bei The Kitchen Table bestellt euch am Abend ein schönes Bier und eine Pizza und dann seid ihr bestens bedient. Aber alles andere, Burgers und Steaks, war in diesem ein absolutes Muss.